Ja, hallo liebe Leute, ich grüße euch, ich bin's wieder, euer Sven Eisenbahner. Heute ist das Thema Alterung. Ja, wie alter ich meine Häuser? Jeder macht das auf eine Art und Weise, wie ihm das gefällt, sagen wir so. Und jeder hat so seine Ideen, der eine Airbrush, der eine Pulverfarben, der andere mit Wasserfarben. Ja, es gibt so viel an Auswahl, was man mit Alterung machen kann oder tun kann oder auch lassen kann, wie auch immer. Ich nehme dafür immer Wasserfarben, einen Tuschfarbkasten. Ist jetzt ein alter Pelikan, ist egal welche Marke. Ihr könnt auch einen aus dem billigen Supermarkt da kaufen, was weiß ich. Spielt keine Rolle, es geht ja nur um die Farben. Ja, das ist ja unwichtig, weil also die anderen Farben vom Billig-Farbkasten tun das genauso als wie vom hochwertigen. So sehe ich das. Ja, das sieht schon ziemlich ramboliert und demoliert aus. Aber der wird ja auch öfters benutzt. So ist das, ne? So, also. Dann haben wir hier die Farben. Ich nehme schwarz immer oder vielleicht auch braun. Grün nehme ich eigentlich wenig, obwohl ja teilweise auch unten an der Fassade vielleicht ein bisschen grün ist, vielleicht moosmäßig. Und ich fange mal mit einem Haus an. Das ist hier ein einfaches Haus, das ist das hier. Ja, sieht schön aus, sieht toll aus, aber mir zu plastikartig. So, das kann man ändern, indem man, ich nehme hier so ein kleines Schnapsglas. Das habe ich jetzt schon gestern benutzt. Nicht, dass ihr denkt, ich habe schwarzes Wasser hier. Wasserleitung. Ich benutze das ganz gerne mal ein, zwei Tage oder 3 Tage. Solange ich das brauche, benutze ich das auch. Warum soll man Wasser verschwenden? In dem Sinne. So, dann haben wir da ein Tröpfchen Spüli drin und ganz normales Leitungswasser. Mehr ist das nicht. Ich habe das, wie gesagt, schon mal gestern oder vorgestern benutzt. Ich gebe das ja nicht gleich am nächsten Tag oder gebe das ja nicht gleich am selben Tag wieder weg, wenn ich das noch über oder über den nächsten Tag nochmal brauche. Ja. So, stellen wir mal daneben. Oder stellen wir da rein, meinetwegen. Ach ne, dann könnt ihr das gar nicht mal sehen mit der Alterung. Das Schild, okay. So. Ich nehme da ganz normalen Pinsel für. Das ist so einer hier. Ja. So ein Pinsel ist das hier. Ne? Zum Altern. Je nachdem. Ne? Ich tauche den jetzt erstmal im Wasser ein, hier in diesem Spüliwasser. Dann nehme ich schwarze Farbe. Und dann geht das eigentlich schon los. Ich fange oben am Dach an. Könnt ihr das sehen? Es ist auch wieder so dunkel draußen, dass man wieder nichts sehen kann. Das ist furchtbar. So, mal gucken hier. Ja, ne, je nachdem, wie man das machen will. Ne? Es schäumt jetzt ein bisschen. Das kann man wegstreichen. Das sieht man nachher sowieso nicht mehr. Schornsteine ein bisschen altern. Sehen ja nicht aus wie neu, die Schornsteine oder was weiß ich. Schon gar nicht innen drin. Ist kein Hexenwerk. Also ich alter so meine Gebäude. Und so ist es aber am einfachsten. Bevor du da irgendwie mit Airbrush und was weiß ich alles kaufen musst, da musst du die ganzen Dinger reinigen. Ist zwar schön, ist toll. Aber wenn du die nämlich nicht reinigst, die Pistolen, dann verkleben die, sehen dann aus wie sonst was. Das sieht dann unmöglich nachher aus, ne? So, das lassen wir mal so. Auf der anderen Seite machen wir auch nochmal. Und immer so wie der Regen auch kommt oder fällt, so soll man auch streichen. Außer mal zur Not hier ein bisschen quer, aber dann auch gleich wieder längs streichen, runterstreichen.
Ja. Wasser fließt ja nicht von unten nach oben, sondern oder von der Seite vielleicht auch noch. Aber der Regen, dass er von der Seite kommt, gibt es ja auch an manchen Tagen, so wie die letzten Tage hier bei mir. Kommt von allen Seiten Sturm, Regen. Ne? So. Ja, das ist aber Geschmackssache mit den Aldern, ne? Der eine mag das, der andere nicht. Und ich würde auch niemals einreden, ja, du musst das unbedingt altern. Was weiß ich da? Ich finde das albern. Jeder hat so seinen Geschmack. Wenn er das eine nicht mag, dann ist es eben so, ne? So. Ja. So sieht das Dach schon mal aus. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. So gefällt mir das eigentlich ganz gut schon mal. Ne? Jetzt könnte man natürlich das dann. Ich stelle das mal daneben. Ich zeige mal das bei einem anderen Haus hier, zum Beispiel bei dem Haus. Ist ja auch noch nicht gealtert. Da fange ich an, mal die Fassade zu pinseln. Ich pinsel einfach drauf los. Einfach von oben nach unten. Und lass es auch ein bisschen laufen von mir aus. Ja, das ist ja, kann man wunderbar mit Wasserfarben, ja. Und wenn das zu viel wird, dann tuffere ich immer weg. Ja, mit Zewa, ganz normal mit Zewa. Kann man auch mal so ein bisschen quer. So, und dann aber wieder von oben nach unten. Ist ja so, das Wasser läuft ja nicht. Schräge die Wände längs, ach doch, vielleicht auch. Aber nicht von unten nach oben. Guck mal, so, ne? Und da, wo guck mal, wo das denn schwarz ist, da sind denn meistens so die Fugen, wo das Wasser, wo der Dreck hängen bleibt und, guck mal her. Den, 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 den. Ja, so gefällt mir das schon gut, ganz gut. Unten hier ein bisschen schwarzer machen, da ist ja mehr der Dreck. So. Und ein bisschen wieder Wasser nehmen. Und tupfen. Kann auch streichen. Je nachdem. Din, 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 din. Na, das ist also schon ganz anderer Effekt wieder, wenn man so ein Haus altert. Finde ich persönlich. Kann auch die Türen nochmal hier ein bisschen altern. Eingang hier, Treppenstufe. Wenn das so viel ist, dann nimmt ihr hier so ein Zebra. Tuffe das weg. Ja, so ein bisschen hier so. Nicht zu doll raufdrücken, dann nimmt ihr die Farbe wieder ganz weg. Außer ihr wollt das unbedingt. Ne? Oder was? So macht sie das dann auch mit der Seite auch so. Wie gesagt, ich nehme immer wieder schwarz. Bisschen Wasser vor allen. So, und geht los. Tupf, tupf, tupf. Ja, wie gesagt, ist kein Hexenwerk. Streichen vielleicht noch ein bisschen. So, wenn ihr das verstreichen wollt.
Denn die Häuser waren oder sind ja nie alle picobello sauber. Also die sind gerade neu gebaut worden. Aber da es alles ältere DDR-Häuser sind hier, könnt ihr nicht erwarten, dass es hier Neubau ist. So, mal gucken hier. Sieht dann auch nachher unmöglich aus, wenn das neue Gebäude wie aus wie neu. Klar, man kann da ein paar Häuser. Guck mal. Sieht gar nicht mal so schlecht aus mit den Shaggingen, ne? Das hat doch was. Ich lasse das auch so. Und jetzt, wenn ihr. Entschuldigung. Mal kurz was trinken. So. Wenn ihr jetzt hier unten grün haben wollt, manchmal ist ja eine Wand moosig oder was weiß ich. Dann nehmt ihr grün. Dunkelgrün oder hellgrün. Je nachdem. Macht dann hier so. Obwohl das schon wieder mehr das Grün mehr blau aussieht. Ganz komisch in der Kamera hier. Dann nehmen wir ein anderes Grün. Meine Güte. Nehmen wir das Grün hier. Das hellere Grün. Ja, das sieht besser aus. Manchmal sind ja so, manchmal so Hausecken unten, manchmal so ein bisschen moosig grün, ne? Ist ja nicht immer alles perfekt. So, so kann man das eigentlich schon lassen, eigentlich, ne? Nicht so doll, so ist eigentlich ganz gut. Und auch wenn ihr jetzt hier so Türeingang habt hier, dann macht ihr das genauso. Schwarz wieder. Ich nehme wieder schwarz. Und dann geht ihr von oben. Je nachdem, man kann schwarz nehmen, wie man will. Also ein bisschen dicker oder mehr oder zu wenig, ein bisschen weniger. Ja. Guck mal, hier, ihr seht ja schon die schwarze Kante hier unten. Da, wo auch immer das Dreckwasser oder was weiß ich steht, wenn das regnet oder. Ne? So. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus, optisch gesehen. Das hat auch was. Also, mir gefällt das. Anderen vielleicht nicht. Die sagen, um Gottes Willen. Aber mit Wasserfarben, wenn das eigentlich gefällt, hier oben auch die Regenrinne dreckig machen, wenn das einem mit Wasserfarben nicht gefällt, kannst du es jederzeit wieder abwischen, das kannst du mit Airbrush nicht. Mit den Farben, weil da ja für, oder was ich da teilweise reinkommt, da kommt drauf an. Wenn du mit Airbrush nur mit Wasserfarben sprühst, dann geht das vielleicht auch wieder wegkriegen. Da weiß ich nicht, wie die Mischverhältnis ist von den Farben her, aber guck mal hier, dann mach mal hier Tupfen hier auch unter dem Dach. Kommt ja auch Dreck hin oder Staub oder was ich. Hier unten ein bisschen mehr an der Kante. Ne? So. Fensterrahmen hier ein bisschen dreckig machen. Oder was? Super altern. Das macht so einen tierischen Spaß. Und ich finde, das sieht optisch auch wesentlich besser aus. Aber das ist Geschmackssache. Hier oben das Dach nochmal. Jetzt kann man das nicht so sehen.
streicht man auch von oben, unten nach oben, weil das Wasser ja meistens hier vorne runterläuft, wie ihr sehen könnt. Ja. Auch hier das Dach ist genauso. Das Dach ist auch so ein Ding hier, was zu plastikartig aussieht, finde ich persönlich. Und dass man schön altern kann. Ja. Dann kann man immer noch mit Fixierspray das dann versprühen, ja, übersprühen, wenn es so bleiben soll. Oder, ja, also ich habe auch schon viele Gebäude so gealtert und einfach so gelassen, gar nichts mit Fixierspray gemacht. Klar, dann kriegst du ein bisschen hier manchmal so ein bunter Finger oder sowas, schwarze Finger. Aber das kannst du dann jede Zeit wieder nachpinseln. Das ist nicht das Problem. Ne? So. Ach, so schlecht sieht das gar nicht aus. Da auch noch an der Kante hier, da wo am meisten der Dreck hinkommt oder was ich, Regen, Schnee, Sturm, was ich alles unwettermäßig. Und wenn das eigentlich gefällt, wie gesagt, machst du hier tiefer, tuffst das wieder so leicht ab, wenn das nicht gefällt oder wenn das zu viel ist, zum Beispiel. Manchmal ist es auch zu viel, ne? Das ist eben so. Aber lieber erstmal ein bisschen mehr aufpinseln, halt zu wenig. Denn ihr könnt immer noch nachpinseln, ne? So. Jo. Auch das mit dem Dach hier, das war jetzt ein bisschen zu heftig. Das mache ich aber immer ein bisschen mehr. Halt zu wenig. Ne? Ich würde es jetzt so trocknen lassen. Ja, mir gefällt das so, ja, auch von der Seite jetzt schon mal, das ist schon mal gar nicht, oder von vorne her, es ist alles ein bisschen super gealtert, ja. Aber die Fugen hier von den Steinoptik, die sind alle dunkler, so wie das in Wirklichkeit auch oft ist, ne. Wenn ihr jetzt hier so Wasserränder haben wollt, hier, die runterlaufen. Meistens ist das an den Fenster hier, Sims hier, wo dann Wasser, könnt ihr das auch so machen. Das könnte man so optisch, kann man das so machen. Habe ich einen Zahnstocher hier? Ja. Dann zeige ich das euch mal richtig. Einen Zahnstocher, ein bisschen Farbe da reintunken. Dann mache ich das mal. So, dann könnt ihr das so. Ne, so optisch gesehen. Wenn das wieder zu viel ist, dann macht ihr Tupf, Tupf. Dann habt ihr das schon wieder weg. So einfach ist das. Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk hier, sowas.
Entschuldigung. Manchmal habe ich so einen Räuspern, ne? So. Hier muss ich noch mal was, einen Schluck trinken. Ja. So. Ich habe die so Wasserläufe, ne? Manchmal ist das ja an den Fenstersims. Wo dann links und rechts der Regen jahrelang runterläuft. Gibt dann so Wasserränder, ne? Oder auch Dreck, dann sieht man das auch. Entschuldigung. Ja. Und hier sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, ich lasse das jetzt erstmal so trocknen. Das sind die beiden Beispiele, die ich jetzt so gemacht habe. Ihr könnt das ja machen, wie ihr das möchtet oder gerne wollt. Ich für meinen Teil finde das sehr gut. Das wird dann natürlich auch noch alles gealtert hier, das Haus, die ganze Fassade. Aber ich wollte jetzt nur mal ein Beispiel machen mit dem roten Dach oder mit dem grauen Dach. Gibt auch, ne, also wie gesagt, es gibt schon was ganz anderes her. Dächer sind ja nie sauer, außer die wurden gerade neu gedeckt. Ja, ich verabschiede mich, wie gesagt, und ja, das war mein Thema Alterung, Gebäude, Häuser, so wie ich das mache. Meine persönliche Empfehlung, wie ich selber Häuser alter und wie ich einfach Häuser alter. Ich kann auch mit Pulverfarben arbeiten, habe ich auch schon Loks gealtert mit Pulverfarben, aber je nachdem. Ich habe jetzt die einfachste Variante gezeigt, wie ich das am einfachsten mache, wie das am schnellsten geht. Zu Hause hat man öfters mal so einen Tuschkasten oder für 2, 3, 4 Euro hat man, oder lass es auf 5 oder 10 Euro sein, hast du immer so einen Tuschkasten mal schnell gekauft. Gibt oft im Supermarkt welche hier zum Schulanfang und was weiß ich, gibt es oft sowas, Tuschkasten zu kaufen oder auch Bastelläden und sowas. Ja. Gut. Das war das, der Stand der Dinge. Ich verabschiede mich. Bleibt gesund, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.